Es ist endlich soweit. Es ist endlich soweit. Deswegen beginne ich heute anders meine Sendung. Warum? 2019. Die damals bei der großen Meditation dabei waren. Ihr könnt euch noch erinnern, die dabei waren 2019 im Sommer für Liebe und Freiheit und Licht in der Welt. Wir haben uns entschieden, an dem magischsten Tag des Jahres zur Sommersonnenwende 2022 wieder eine Meditation nach 3 Jahren Abstinenz zu machen für euch. Was ist passiert? Im Jahre 2020 haben viele ja gedacht, also viele, die heute mich kennen, also Sympathisanten und auch Gegner, die kennen Heiko Schrank, den Rebellen. Weil die Medien im Jahre 2020 aufgrund der Demo-Bewegung Querdenker, Freidenker bis zum heutigen Tage kriminalisiert haben. Da ist nie eine Rede davon gewesen, dass da mal eine Meditation war. Und zwar, wir haben ja 3 sogar gemacht im Jahre 2019. Oder dass die Schweige von Büchern geschrieben worden sind. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Zeichen der Wahl, Jahrhundertlüge mit diversen spirituellen Themen. Aber gerade dieses Jahr 2020 und 2021 hat so viel Kraft gekostet. Viele von euch werden es merken, selber für sich auch merken. Dass die Zeit reif ist, die Zeit da ist, in dieser Zeit, die viele als extrem dunkel und kalt, obwohl wir draußen über 30 Grad haben, die das wahrnehmen. Ich rede gerade über diese Menschen wie ihr, die sensitiv seid, Menschen, die wirklich in sich das Herz auch noch spüren, dass da noch irgendwas ist, was vibriert. Die weinen, die lachen, die diese Momente bewusst wahrnehmen, dass sie merken, dass sie teilweise allein gelassen sind, dass sie das Gefühl haben, dass doch die Bewegung, so wie es damals aussah, so groß war, 1 Million Menschen in Berlin und dass also nicht ganz so viel übrig geblieben ist, obwohl es einzelne Gruppen ja sich gebildet haben. Unter anderem hatte ich ja mit der Heike Friedenslicht Falkensee mal ein Interview gemacht, die ja bis heute immer noch konsequent ihren Gedenkgottesdienst machen und sich da regelmäßig treffen. Und da gibt es viele in ganz Deutschland, es muss exemplarisch ein Zeichen dafür. Und wir sind der Meinung, es ist ja so, jeder von uns hat eine gewisse Energie. Wenn aber Energien sich zusammenschließen, bündeln, ist beim Licht ja genau dasselbe, wenn verschiedene Wellen letztendlich zusammenkommen, entsteht eine riesengroße Energie. Und genau das ist damals passiert. Es ist an der Zeit, dass wir dieses Licht in diese Dunkelheit rausschicken, die ja letztendlich aber nicht dunkel ist. Weil letztendlich ist die Dunkelheit nichts anderes als der Träger des Lichtes. Deswegen brauchen wir ja auch in der Dualität die andere Seite. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch dieses Jahr wieder mit dabei seid an diesem magischen Tag. Schaut bitte in die Beschreibung rein, haben wir einen Link. Wir haben noch einige Restplätze da, weil wir haben ja Montag schon mal beim anderen Format Schrank TV es bekannt gegeben und wir waren erstaunt über die große Resonanz, haben wir nicht mit gerechnet. Muss ich fairerweise sagen, dass anscheinend doch viele Menschen in sich eine gewisse Leere spüren und sagen, ich möchte mit gerne dabei sein. Und wir blenden es mal am Rande ein bisschen ein, wie die Empfindung von einigen Leuten war letztes Mal vor 3 Jahren. Und das ist auch unser Ziel, was wir logischerweise dort, dieses Ziel, was wir beschreiten wollen. Mir ist eins wichtig dabei, nicht nur zu sagen, dass verschiedenste Energien zu größeren Energiekörpern werden können, sondern wie gehen wir praktisch damit um? Wir leben natürlich in einer Zeit, wo alles schneller und schneller ist. Ich kenne das Spiel, dass Leute hier telefonieren, sie gucken so parallel noch Fernsehen, nebenbei essen sie noch einen Eiweißriegel und der Kaffee wird gerade kalt. Und die Kinder schreien, Mama, komm mal, Schularbeiten, ob ich es richtig gemacht habe. Das ist also ein Zeichen dieser heutigen Zeit. Eine Meditation ist keine Sache, die man Kaffee to go, also Meditation to go, irgendwo so nebenbei macht, sondern es ist eine hochheilige Sache. Das bedeutet, nicht falsch verstehen, die Leute, die sagen, ich mache das mal so ein bisschen nebenbei, mal sehen, wie es funktioniert, die brauchen es nicht machen. Die brauchen es nicht machen. Ich hatte damals eine große Anleitung vorab gegeben, deswegen war mir wichtig, es heute auch nochmal euch rüberzugeben, wie man an die Sache rangeht. Und ich war damals erstaunt, da war so ein Ingenieur, der war prädestiniert dafür, der schrieb, extrem rechtfertig, Herr Schrank, wo sie alle Heiko immer sagen, bin total analytisch drauf und trotzdem habe ich mir Zeit genommen, ich glaube ja an sowas nicht und musste dann doch feststellen, dass da irgendwas dran war, hat er für sich gespürt.
Weil wenn wir unten anklopfen, auf das ans wahre Sein, an euer wahre Selbst zu kommen, wo die meisten noch nie waren, das mal zu spüren, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und dazu gehört an so einem wichtigen heiligen Tag, dass wir uns darauf vorbereiten. Ihr müsst euch doch mal die Frage stellen, warum ist beispielsweise in Mexiko bei den Mayas Bauwerke ausgerichtet, dass genau an diesem Tag, der der längste Tag im Jahr ist und die kürzeste Nacht hat, wo diese beiden Energien sich treffen, dass dort quasi Adventsfenster für die Sonne eingebaut worden sind. Warum die Germanen, die Kelten, gerade in dieser Nacht Seancen abgehalten haben, die Druiden und die wahren Meister und die Adepten, den als den größten Tag des Jahres angesehen haben. Und warum wir, jetzt bei Spirit nicht, aber ihr kennt es ja, der Kreis mit dem Punkt, dieses Sonnenzeichen letztendlich auch als Zeichen der großen Energie ansehen. In der heutigen Zeit ist es ja so, wenn du dann abends mit Freunden zusammensitzt, am 21. Juni in der Nacht ein Bier trinkst, da könnte es ja sein mittlerweile in Deutschland, dass GSG 9 und SEK mit dem Verfassungsschutz auch noch im Schlepptau eine Razzia macht, weil es eine Nazi-Kundgebung. Also so ist es ja in Deutschland. Also alles wird ja weggefegt mittlerweile in diesem Land, was überhaupt mit Spirit, mit Anbindung, nicht nur zu einer höheren Energie, sondern zum Allerhöchsten, zu dem es überhaupt keine Wörter gibt. Und das Einzige, was man überhaupt sagen könnte, was dem nahe kommt, ist die Stille. Weil im Normalfall müssten wir uns alle treffen und nichts sagen. Und zwar im Wald. Natürlich müssen wir uns da ein bisschen ranführen mit bestimmten Techniken in einer Meditation. Aber es ist schon interessant, dass wir in einer Zeit leben, wo, wie gesagt, Röntgenstrahlen, Mikrowellen, wo es alles um uns herum existiert, gewisse Strahlung, und da gibt es immer noch Leute, für mich unerklärlich, die sagen, es ist alles nur Hokuspokus. Die können aber sagen, was sie wollen. Weil viel wichtiger ist, was es mit mir selber macht. Und deswegen ist wichtig an diesem Tag, dass ihr wisst, ich bin nicht erreichbar. Und der Telefon wird auch nicht auf lautlos nur gemacht, sondern es wird komplett ausgemacht. Weil immer noch unbewusst, es könnte ja einer anrufen. Wenn es aus ist, da kann keiner anrufen. Ich habe mehreren Leuten schon den Tipp gegeben, ich habe es am letzten Wochenende auch selber mal wieder gemacht, komplett aus, nicht mal gucken an, aus. So krass wie das jetzt klingt. Natürlich kommt dann das Ego, wird uns ja mal ärgern, es könnte aber die Schwiegermutter, der könnte mal zugestoßen sein, dem. Naja, ich denke, es wäre jetzt hart, dann ist es so. Aber überlegt mal, was ihr sonst alles macht. Chattet da, dann gucke ich nochmal da. Ja, wie ist denn das Wetter? Ja, und was ist da? Oh, wieder eine Nachricht. Oh, die Welt bricht auseinander. Und die Börse ist auch gerade gefallen. So, also auf gut Deutsch. Telefon komplett aus. Sucht euch eine Räumlichkeit, Keller, wo auch immer. Oder ihr habt irgendwo selber einen Raum, wo ihr für euch seid. Am besten ist es, wenn man vorher duscht, körperliche Reinigung macht. Bewusst. Über dem Kopf natürlich auch. Nicht nur Katzenwäsche, sondern quasi die Klarheit, dass der Körper von außen gereinigt ist. Und dann auch zu wissen, dass ich eine Stunde auch wirklich Zeit habe. Weil es gibt keine Zeit, sondern das, was wir erleben werden, ist grenzenlos und zeitlos. Weil im Endeffekt, so wie das ganze Universum, es gibt keine Zeit, ist eine künstlich erschaffene Sache. Aber es geht um diesen Moment. Und deswegen ist die Vorbereitungsphase unheimlich wichtig, noch besser ist, wenn man nichts isst. Also die harten Typen unter euch, einen Tag fasten, gar nichts essen. Wenn sie sagen, okay, ist mir zu hart, gut, dann trinkt Tee oder Saft. Und gibt es ja immer noch Leute, nee, ich muss immer irgendwas essen. Aber ich kenne es vom Leistungssport, hat man mal gesagt, 2-3 Stunden vorher gar nichts zu essen. Also vielleicht sollte man sich darauf einigen, dass man zumindest die, die so lange durchhalten können, wenigstens 2-3 Stunden vorher nichts essen, dass ihr in dem Bereich offen seid, im emotionalen Zentrum, im Herzzentrum, dass ihr frei seid. Ansonsten ist der Körper beschäftigt mit all diesen ganzen Verdauungsvorgängen und blockiert, sage ich jetzt mal, die Verbindung zwischen Emotionalität und geistigen Aufnehmen. Und deswegen ist mir wichtig, dass ihr darüber nochmal nachdenkt, dass vielleicht dieses Video euch nochmal anschaut,
Anfang der Woche oder am Sonntag. Ist ja manchmal auch hier so, wenn der Arzt sagt, also ihr müsst 3x5 Tabletten nehmen, aber nur alle 2 Tage und dann nachts nochmal eine Tablette, vergisst man natürlich, dass man das wirklich dann für sich verinnerlicht. Und ich bin nur stolz und glücklich darüber, dass der Punkt endlich wieder da ist, dass wir uns alle miteinander verbinden können. Und es ist erwiesen, ja, schon 80 Jahren gab es ja schon Studien darüber, wenn Leute demonstrieren gegen den Krieg, gegen AIDS, gegen den Terrorismus, gegen, bringt gar nichts. Also doch, Entschuldigung, bringt was, gibt der Sache Aufmerksamkeit und wird noch mehr die Sache beschleunigen. Aber selbst wenn die für Frieden demonstrieren würden, 100.000 Leute, und wir 1.000 oder 5.000 Leute meditieren und verbinden uns energetisch über diese Sache und senden diese Energie raus, feinstofflicher Ebene, ist viel mehr zu erreichen, weil es einfach grenzenlos ist. Das geht rüber, messbar. Und das ist der Weg und darauf kommt es an. Demzufolge möchte ich euch eine Sache jetzt zeigen zum Schluss, ist mir wichtig, weil ich Sachen immer emotional verarbeite, mit denen ich konfrontiert werde. Ich hatte jetzt mehrfach erwähnt in meinen Sendungen, das Unbeschreibbare versucht zu beschreiben. Manche nannten es Gott, wie auch immer. Und ich habe dieses Beispiel des Prismas gebracht. Jeder kennt ein Prisma. Alle Fotografen zumindest. Und Licht scheint in dieses Prisma rein. Und es teilt sich dieses Licht in verschiedene Strahlen. Farbspektrum. Rot, blau, grün. Alle möglichen Farben kommen dort raus. Und die Menschen sind so strukturiert, dass sie sagen, hey, ich bin der Rote und der Rote ist besser als der Gelbe und der Grüne sagt, naja, aber meiner ist doch viel edler, ich habe noch mehr Anerkennung und dann der lila Strahl sagt, ja, ich bin der Präsident des Landes, bin noch was Besseres quasi. Letztendlich sind sie Teil dieses Lichtes, was dort reingegangen ist und dieses Licht bleibt immer auch dieses Licht. Das andere ist diese Unterteilung und wir, müsst euch vorstellen, wir werden diese Farbskala verlassen und werden eine Verbindung, eine klitzekleine Verbindung zu dieser Seite, zu diesem Licht bekommen. Und ich fand es deswegen so interessant, weil ich am Wochenende eine Fahrt hatte, unter anderem durchs Erzgebirge und habe gesagt, okay, du fährst mal rüber nach Karlsbad in die Tschechei und komm dort, habe gerade über diese Sache nachgedacht, weil ich einen Tag vorher ein Interview gegeben habe bei Eingeschenkt TV. Kommt wahrscheinlich dann die drauf folgende Woche, wenn ihr das Interview reinschaut, denkt mal dran, dann wird es bei euch Klick machen. Da spreche ich genau über diese Sache mit dem Prisma und mit diesem Licht und auf einmal befasst mich damit, komme ich in die Kirche und sehe ein Bild von Jesus und dachte, kann nicht wahr sein. Es gibt ja viele Bilder von Jesus, da siehst du genau, blenden wir kurz ein, im emotionalen Zentrum von Jesus, also wo Herzchakra sich befindet. Er hat das weiße Gewand an, wie von dort der rote und der blaue Strahl zur Seite als Symbol weggehen. Aus Jesus wurde Christus und er sagte ja, als er Christus wurde, der Vater und ich bin eins. Das heißt, die meisten Menschen haben das nie verstanden, die haben gesagt, ja, da ist er trotzdem der physische Mensch. Nee, in dem Moment hat er die Ebene gewechselt und war eins mit seinem Vater, mit Gott. Vorher war die Person Jesus. Ich weiß, Christen haben damit Schwierigkeiten anzunehmen, weil sie wollen lieber teilen, aber ist Fakt. Und dass ein Maler vor ein paar hundert Jahren dieses geniale Bild gemalt hat, was genau das rüberbringt. Also dieses Bild, dachte ich, ist ja Wahnsinn, entspricht dir eigentlich mal im Beispiel mit diesem Prisma. Und das ist die Energie, liebe Leute, auf die es ankommt in der nächsten Zeit. Das ist die Energie, die uns auch durchtragen wird durch diese äußere Krise, die wir draußen erleben. Würde mich immer freuen, euch zu spüren zur Sommersonnenwende. Guckt, wie gesagt, rein unten in die Beschreibung. Und an dieser Stelle nochmal einen vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die unser Format unterstützen, weil ohne euch wäre es gar nicht machbar, diese Arbeit. Kameramann hinterm steht immer jedes Mal hier hinter, also ich drücke hier nicht die Taste. Und das Ganze, die ganzen Leute, die im Team zusammenarbeiten, das überhaupt hier dazu bieten. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis nächste Woche. Freue mich zur Sommersonnenwende. Euer Heiko auf euch. Denkt daran, was wir wissen, ist ja der Tropfen. Was wir nicht wissen, das ist der Ozean.